Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Fast haben wir es geschafft, fast können wir unsere Geschichte wieder aufnehmen. Es fehlt nur noch ein bisschen was, und zwar fehlen uns noch ein paar Münzverstecke und Wandgemälde in den überfluteten Archiven. Das, was ich auf der Flucht vergessen habe mitzunehmen, hier im Anfangsbereich habe ich alles. Auch hier, da fehlen zweimal Sachen. Einmal hier ein Münzversteck und einmal da noch ein Wandgemälde. Und da wir jetzt hierüber nicht dorthin gekommen sind, versuche ich es jetzt noch einmal hierüber. Hier muss es ja eigentlich, wartet. Hier, ne, muss es irgendwie noch einen Eingang wieder dorthin geben. Hier sind wir ja auch rausgekommen. Ich versuche es einfach nochmal. Probieren geht über Studieren, nicht wahr? Das heißt, wir müssen eigentlich so hierüber nochmal. Und an Land, genau. Ach, verdammte Hacke, ja, das war ja das hier. Mal gucken, ob ich da so ohne weiteres jetzt gleich rüberkomme. Oder ob ich erstmal wieder abschmier. Hopp. Ah, es ging sogar gut. Ja, prima. Na gut, dann jetzt nochmal hier runter. Irgendwie ging es jetzt hier rein. Richtig, hier geht's rein. Kann ich das mitnehmen? Nein. Bin nach wie vor voll. Also nochmal zurück hier in die Archive. Konnte ich hier runterklettern? Ich weiß es nicht mehr. Versuchen es erstmal so. Jo, konnte ich. Och, naja gut, so ging es auch. Ich habe noch nichts verbraucht, deswegen kann ich das nicht mitnehmen. Und jetzt Augen auf. In der glitschigen Höhle. Irgendwo hier muss das Versteck sein, das erste Münzversteck. Vielleicht hier irgendwie eine Ecke. Wartet mal, hier habe ich doch was rausgezogen. Also gucken wir auf die Karte. Ach, hier war ein Wandgemälde. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter. Richtig, tauchen. Und jetzt runter mit uns. Komm schon, noch tiefer, ja, ich weiß. Aber du schaffst es schon. Es gab ja hier überall so kleine Stellen, wo man mal auftauchen konnte. Ich weiß nicht, ich glaube hier nicht. Aha. Aber hier müsste jetzt gleich was sein. Denn das kann nicht mehr weit sein. Aha. Noch zweimal um die Ecke. Einmal. Und hier müsste es sein. Direkt hinter diesem Spalt. Alles klar, irgendwo hier. Hä? Moment. Münzversteck. Oh, Münzversteck, wo bist du? Noch ein Stück. Okay. Irgendwo kann ich hier wahrscheinlich an Land kriechen. Hier. Ach, Herrschaftszeiten, wie soll man das denn auch finden? Da ist es. Auf der Flucht, weiß ich nicht, ob ich hier jemals draufgegangen wäre, wenn ich nicht im Nachhinein gesehen hätte, dass da noch was ist. Gut, und es geht noch weiter. Und so wie es aussieht, ist der Weg frei. Das ist gut. Alles klar. Schneller schwimmen. Dann können wir auch schneller weiter. Vielleicht doch nicht so schnell. Lara, es leckt zu sehr. Das leckt. Dann schwimmt unter Wasser doch nicht so schnell. Da machen wir das Ganze lieber doch so. Ich glaube, ich konnte mich hier nicht verschwimmen, ne? Der Weg war, glaube ich, ziemlich klar. Kann ich hier an Land? Oder wenigstens eine Luft holen? Richtig, kann ja auch richtig an Land. Oh wei, krieg dich ein. Alles klar. Lag vermutlich jetzt wirklich am schnellen Schwimmen im Wasser. Gut, hier ist auch kein Wandgemälde. Ah, hier könnte man hochgehen. Oder muss ich hier hochgehen? Ich muss
muss hier hochgehen. Aber ich denke mal, dafür brauche ich doch keinen Pfeil. Ich glaube, da kann ich auch einfach so hochhüpfen, ne? Nein, shit, ich brauche dann doch einen Pfeil dafür. Okay, dann schießen wir den mal jetzt von hier aus. So, hier müsste eigentlich reichen. Sehr gut. Und nochmal höher. Prima. Kann ich nicht da irgendwie abkürzen? Muss ich hier unbedingt unten entlang? Ach. Angekommen. So. Und jetzt darüber. Aber wo geht's denn dann dahin? Wartet mal. Wo komme ich denn dahin? Oder muss ich hier mehr oder weniger um die Ecke schwingen? Ach du Schande. Das war ja, das wird ja lustig. Wie weit bin ich denn noch entfernt? Ja, noch ein bisschen. Hui! Es ist... Hat sich's gedreht? Ich hab's nicht gesehen. Oder hat Lara sich nur gedreht? Ach, witzig. Das ist ja cool. Ich finde das schön, dass man mittlerweile hier so viele unterschiedliche Möglichkeiten hat, Dinge zu meistern. Ich hätte bestimmt auch noch irgendwie anders hier rüber gekonnt, aber so war schon cool, oder? Alles klar. Jetzt noch hier drüber. Und alle hopp. Und das Wandgemälde muss... Aha, alles klar. Jetzt noch einmal komplettes U drumrum. Ich muss nur sowieso runter, ja? Ach so. Ja, dann. Fuck. Das war nicht richtig. Oh nein. Na gut, ich starte hier. Kein Problem. Das machen wir doch mit links. Tatsache, es hat sich gedreht. Oh, wie schön. Ja, wenigstens kamen wir dann nochmal in den Genuss, uns das anzugucken. Mit ein bisschen mehr Augenmerk auf die Mechanik hier. Ja, und jetzt? Ich bin gerade... Wie kam er da denn da durch? Da, wie kam er denn da mal durch, wa? Also hier unten war es nicht. Wo bin ich denn hergekommen? Gibt es da irgendwie einen Durchgang? Ah, ich bin hier drunter gekrochen. Alles klar, alles klar. Na gut. Und da vorne ist jetzt gleich irgendwo das Gemälde, was ich nicht mitgenommen habe. Da ist es. In ihrer Blütezeit war die Stadt ein Juwel. Die Gebäude waren schöner als jedes innerhalb des Reichs. Mhm. Sehr schön. Gut, und ja, wie gesagt, ich bin dann irgendwie von da so gekommen, ne? Und ich höre Feuer. Ich höre viel Feuer. Ja, jetzt müsste ich entweder den ganzen Weg wieder zurückgehen oder ist es nicht vielleicht einfacher, wenn ich hier einmal runterspringe zu dem Archiv und dann diese, das Ding nehme? Ich denke schon, ne? Okay. Wartet mal. Ja. Komme ich denn auch hier wieder rauf? Schauen wir erstmal. Gut. Sollte das nicht eigentlich eher in die Luft gehen? Hm? Ein Brandpfeil hat nicht gereicht. Interessant. So, wo komme ich jetzt wieder raus? Ah, hier. Ja, gut.
Alles klar, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Gut, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und jetzt können wir von hier aus eigentlich etwas schneller, würde ich doch behaupten, reisen. So tief ist es nicht, aber alles gut. Ich weiß nicht, ob wir das da rüber schaffen, aber wir können doch ins Wasser gehen, ne? Ich glaube, das war jetzt nicht so schlimm. Richtig. War jetzt nicht so, als dass man hier in der Strömung sterben würde. Und die Typen sind auch weg. Das war jetzt definitiv der schnellere Weg. Alles klar. Nee, einfach nur setzen. Ach schön, wir haben das letzte Teil auch noch eingesammelt. Wir reisen einfach direkt zurück. Damit wir uns dann hier auch noch das allerletzte Stückchen Pergament, was hier ungefähr irgendwie zu finden ist, holen können. So, gute Reise, Lara. Und schon wieder starten wir hier im Geothermal-Tal. Okay. Ich gehe jetzt erstmal nach hier oben. Da unten ist ja unser Ziel. So, und hier irgendwo muss doch noch was sein. Ich bin voll. Komm schon, da ist was. Aber es ist unten. Ach, unten. Okay, dann kriege ich es bestimmt erst, wenn wir hier unten durchgehen. Alles klar. Ich habe mir schon so oft Gedanken darum gemacht, wo dieses Pergament liegt. Und dabei liegt es wahrscheinlich so unter mir, dass ich es eh jetzt erst bekommen konnte. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Tatsächlich bin ich ziemlich aufgeregt. Sag mal, wo sind denn eigentlich die anderen hin? Also ich meine, gab es hier irgendwie nicht noch einen anderen Durchweg? Das ist ja merkwürdig. Na gut. Oh, ab in die geheimen Tunnel. Oh Mann. Gucken wir mal. Genau, hier hatten wir schon mal die Speere. Jetzt einfach mal meinen Wegweiser da drauf. Und dann können wir noch mal gucken. Ah, wirklich total weit unter mir. Krass. Na gut. Das ist also mein Ziel. Und um da durchzukommen, hacken wir uns jetzt erstmal hier durch diese Wand. Manchmal tut es mir schon ein bisschen leid um all das, was wir hier so zerstören. Das Oreri. Mhm. Was ist ein Oreri? Hm? Alles klar. Ich sehe schon Stege vor uns. Ach du Schande! Na herrlich! Oh, unten ist aber was. Ich will auf jeden Fall da unten entlang, ne? Gut, aber wir können vielleicht schon mal... Ich hoffe, das reicht von der Weite her. Und da auch. Vielleicht ein bisschen höher so. Dann reicht er vielleicht. Ich hoffe es zumindest... Dann gehen wir da jetzt mal entlang. Sehr schön. Halbplatz, Wand. Na, ja, ich weiß doch. Ich wollte erstmal hier runter. Hier ist doch noch was. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich das mit dem Breitblattfallen machen muss. Das ist schon wieder so tief hier, dass man nur Nebel sieht. Oh. Nun denn. Aufi. So, und jetzt das gleiche da nochmal. Ja, sehr gut, hat gereicht. Super. Aha, das kommt noch mehr. Da kommt noch mehr von so einer Strecke. Ach, Herr Jemini. Was war hier? Drücken Sie zum Sammeln. Nee. Okay, ich muss anscheinend... Bis nach da ganz oben. Ich könnte aber da vorne irgendwie so einen Zwischenabsatz nehmen. Naja gut, dann würde ich sagen, das ging so nicht. So, Nummer 1. Und ich glaube, das müsste reichen. Und ich, wartet mal.
Ich setze vielleicht lieber einen dahin. So, und einen irgendwie noch so hierhin. So, und jetzt wünscht mir Glück. Alles klar. Jetzt erstmal da. Sehr gut. Ein Lagerfeuer. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall erstmal hinsetzen. Vielleicht hat Lara jetzt auch irgendwas zu erzählen. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort. Kitesh. Jacob. Die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Und ganz interessant in dem Zusammenhang, wird das, was Jacob zu dem gemacht hat, was er ist, auch Lara verändern? Das ist ja doch irgendwie Vorgeschichte von Tomb Raider. Und Lara ist ziemlich unkaputtbar. Wie geil wäre das denn bitte, wenn hier ein Grund gefunden würde, warum? So, jetzt erstmal gucken. Ich glaube, ich bin hierher gekommen. Ich kann da noch irgendwie rauf. Und ich glaube, das möchte ich auch. Sehr gut. Geht nicht. Shit, alles klar. Dafür brauche ich noch einen. Ich brauche noch einen. Sehr schön. Oh, was? Fuck, ist jetzt die eine Wand weg? Ist das Ding weg? Oh, ja. Okay, soweit geht es, aber ich glaube nicht, dass sie so weit hoch nach oben kommt. Doch, kommt sie wohl. Oh, wie schön. Sehr schön, sehr schön. Ein Rucksack. Prima. Damit hätten wir nämlich schon mal wieder ein Teil gefunden, was wir nicht irgendwie später suchen müssen. Wie steht's denn mit sonstigen Dingen? Ja, das weiß ich ja. Dass du da irgendwo ganz weit unten liegst, weiß ich auch. Und ich sollte wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, ne? Jetzt unter Wasser mal gucken. Ich hab da noch was gesehen. Da leuchtet noch was. Witzig, ich hab's zuerst gesehen unter Wasser. Also von unter Wasser aus. Sonst nichts mehr. Oh wei, oh wei, oh wei. Das sieht schon aus nach... Kommt hier nicht rein, du bist hier unerwünscht. Mit den ganzen Spieren. Faszinierend. Findest du? Ja, großartig. Oh, hier sind ja noch richtige Gebäude. Oh je. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Das Orrery? Aha. So wird's also ausgesprochen. Es müsste sicher sein, ja. Dein Wort in Gottes Gehörgang, Weg der Unsterblichen, Eingang zum Orrery finden. Ich kann wirklich nur hier entlang. Ich kann. Oder doch, doch. Nein, ich kann nicht in diese Gebäude rein. Schade, ich meine, es sind sowohl nur Säulen, aber trotzdem würde ich da ganz gerne reingehen. Oh, es ist so ausgestorben irgendwie hier. Wirklich mega trostlos. Ah, ich sehe schon, da ist ein Spalt. Was ist da? Kann ich da mal so durchgucken? Ah, alles klar. Ich sehe auf jeden Fall ein Buch. Da
Da werde ich was lernen können. Warum ist da ein... warum ist da ein großer Kreis? Alles klar, man soll wohl nicht drauf schießen. Sind sicherlich nur Wandbemalungen, da ist auch irgendwie was drauf gemalt. Aber was es bedeuten soll, keine Ahnung. Eine Brücke mit einer Schienenkonstruktion. Und da unten ist noch viel mehr. Naja, gut. Da hat es noch geglänzt, aber es ist nur ein Schild. Müssen wir also doch hier durchkriechen.